Hallo zusammen. Heute haben wir hier ein 1 zu 10er Straßenmodell. Ich habe die Tage beim Aufräumen was gefunden und das ist für manche Leute bestimmt recht interessant. Deswegen habe ich hier mal noch eine Karosserie ausgekramt. Wie man sieht, Nissan GT-R ist noch eine Karosserie von Tamiya. Und jetzt werden sich manche schon fragen, was sind denn das für Karosseriehalter? Und hier kann man durchgucken. Man kann durchgucken, aber trotzdem sind Räder dran. Und zwar, hier drunter haben wir einen selbstgebauten Karosserieständer, will ich das Ganze mal nennen. Den habe ich, der ist schon etwas älter. Den habe ich irgendwann mal gebaut, weil jeder hat mal hier so eins oder zwei Karosserien. Die sind irgendwie zum Fahren zu schade. So. Wenn man diese Karosserie aber dann irgendwo in ein Regal stellen will oder in die Vitrine, dann sieht das natürlich ein bisschen blöd aus, wenn da keine Räder drin sind. Und deswegen habe ich einen Karosserieständer gebaut. Und das heißt, wir machen jetzt erstmal die Karosserie runter. Und dann tun wir uns den noch mal etwas genauer angucken. So, jetzt haben wir die Karosserie mal komplett losgeschraubt. Und zwar, die ist mit diesen Ringen ist die fest. Das dann auf der Seite ist eine kleine Madenschraube drin. Nehmen wir das Ganze mal ab. Und wie wir sehen, sehen wir nur noch ein Aluminiumgestell. Aluminiumgestell mit vier Rädern. Das ist eine ganz einfache Konstruktion. Und zwar, wir haben Vierkantprofile als Vorder- und Hinterachse. Die Karosseriehalter, das ist ganz einfach 6 mm Rundmaterial aus Alu. Und da haben wir diese Ringe auch wieder drauf, damit die Karosserie eine Auflagefläche hat. Das natürlich vorne und hinten. Jetzt kann man ein Rad runter machen. So sieht man das am besten. Und zwar das Gewinde, was ihr hier seht, das ist keine Madenschraube. Da wurde einfach das Vierkantprofil, das wurde einfach nur runtergetreten, habe ich dann Gewinde drauf geschnitten. Wenn man sowas nachbaut, da wäre es natürlich sehr praktisch, wenn man eine Drehmaschine hat. Ansonsten, die Konstruktion, die ist recht einfach. Das sind alles Profile aus dem Baumarkt. Die kosten jetzt auch nicht so die Welt. Und ja, das Ganze, das wollte ich euch mal zeigen. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Und mich würde mal interessieren, was ihr hiervon halten tut. Schreibt das mal in die Kommentare, ob das eine gute Idee ist oder eher weniger. Ob das der eine oder andere mal nachbauen will.
Und wir können jetzt nur gerade mal gucken. Brauche mal ein Lineal. Wenn das jemand nachbauen will, ich tue jetzt gerade mal die Vorderachse messen. Also bei diesem Gestell, da ist jetzt die Hinterachse und die Vorderachse, die sind gleich breit. Diese Felgen, was ist das? 3 mm Offset haben diese Felgen. Und zwar mit diesen Felgen kommen wir auf eine Breite von 188 mm. Und die Achse an sich ohne Gewinde ist 169 mm. Das ist dann jetzt quasi nur so eine kleine Hilfe für die Leute, die das mal nachbauen wollen. Radstand haben wir 257 Diese zwei Stangen sind ungefähr parallel. Mm. Und die Profile, das sind ja, die Profile, das sind 10x10. 10x10 Vierkant. Ja, das Ganze, das wollte ich euch heute mal zeigen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.